Die Firma MSC Technologies mit Hauptsitz in Stutensee ist führender Hersteller von Embedded Systems auf Basis von Computer-on-Modules und Display-Touch-Systemen mit eigener Fertigung in Europa. Der gesamte Produktionsprozess ist im SAP organisiert. Alle Lagerorte sind im ERP erfasst und werden dort verwaltet. Die SAP-Dialoge werden direkt an der Handelsteuerung MP14N HostWeb dargestellt. Über die SOAP-Schnittstelle können die Benutzer am Lift nahtlos mit dem ERP kommunizieren. Durch die moderne Browser-Technologie wird die Steuerung am Lift zum SAP-Terminal. Alle Lagerbewegungen werden ohne zusätzliche Middleware in Echtzeit in SAP verbucht. Im Wareneingang werden alle Teile am SAP-Terminal erfasst und mit einem Barcode versehen. Anschließend werden die neuen Artikel per Scan in einem SAP-Einlagerungsauftrag zusammengestellt. Dieser Auftrag wird am Lift gestartet. SAP fährt die Lagerplätze im Rotomat an. Der Benutzer scannt einen einzulagernden Artikel und legt diesen im Lift ab. Nach Bestätigung an der Kommissionieranzeige verknüpft SAP den aktuellen Lagerplatz mit dem gescannten Bauteil. Auch Auslagerungsaufträge für die Produktion werden in SAP erzeugt und direkt an der Handelsteuerung gestartet. Die digitale Kommissionieranzeige stellt zusätzliche Informationen wie Artikel und Chargennummer direkt am Lagerort dar. Der Barcode auf dem Artikel wird gescannt und in SAP abgeglichen. Bei Übereinstimmung leuchtet die Kommissionieranzeige grün. Durch Quittieren wird die Position in SAP verbucht und der nächste Artikel angefahren. Die Hänel-Rotomat-Lagerlifte spielen ihre Systemvorteile bei der Lagerung unterschiedlichster Kleinteile optimal aus. So werden bei MSC Technologies in den 12 Lagerliften über 40.000 Lagerplatzpositionen auf nur etwas mehr als 80 Quadratmetern Stellfläche bereitgestellt. Für MSC Technologies war die direkte SAP-Anbindung das ausschlaggebende Kriterium für die Anschaffung der Hänel-Rotomat-Lagerlifte. Darüber hinaus liefert MSC Technologies für Hänel hergestellte Computer-on-Modules für Hochleistungssteuerungen.